Ja, sehr verehrte Damen und Herren der Medienlandschaft, wir dürfen Sie ganz herzlich hier heute Morgen in Duisburg willkommen heißen zu einem nicht ganz schönen Anlass. Wir, das heißt mit meiner Person als Direktor des Zoos, darf ich hier in diesem Kreis noch vorstellen. Eigentlich nicht mit der Dame anfangen, ich bleibe erst beim Zoo-Vorstand. Zu meiner unmittelbaren Rechten sitzt der Dieter Fahrmacher, unser kaufmännischer Vorstand. Die Dame ganz außen ist unsere Zootierärztin, Frau Dr. Sandra Langer. Zu meiner Linken sitzt der wissenschaftliche Leiter, Dr. Jochen Reiter. Und ganz außen unser Marketingleiter, der auch gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender unseres Aufsichtsrates ist, Herr Michael Kamela. Da sehen Sie schon, dass wir uns hier mit breiter Fahrlands präsentieren, wie wichtig ein solches Ereignis für uns letztendlich natürlich auch ist. Für Sie auch ist es auch, Sie sehen den Sender von einer hohen Kopfzahl weiter erschienen. Um mehr Details über ein Ereignis zu erfahren, was gestern Abend hier passiert ist. Auch wenn in unserer Pressemitteilung, die als Einladung zum heutigen Termin galt, das Wesentliche schon niedergeschrieben ist, wie es vielleicht nochmal kurz Wochen wiedergeben, dass am gestrigen späten Nachmittag zum frühen Abend hin durch ein, tja, und das ist eben das, was sehr bedauerlich ist, durch ein menschliches Versagen, was man leider Gottes nie ganz ausschließen kann, trotz aller sonstigen Sicherheitsvorkehrungen, die gegeben sind, aber Menschen machen leider Fehler und ein solcher ist gestern in der Pflegeanstalt leider auch passiert. Ein Schieber bei den Orangut, das nicht richtig gesichert wurde, was dazu führte, dass eines unserer Orangutan-Männchen aus dem Gehege entweichen konnte, was soweit nicht weiter schlimm gewesen wäre. Unsere Tiere, selbst wenn sie einmal aus ihren Gehegen rauskommen, die können wir eigentlich relativ problemlos auch wieder in die Gehege zurückführen. Das Unschöne gestern war, dass wir noch ein zweites Orangutan-Männchen haben und die zwei sich dann ein wenig bekämpft haben. In der Form gekämmelt haben, dass eines der beiden Männchen dann vor dem anderen Reis ausgenommen hat, sich einfach diese Streitigkeiten entziehen wollte und eine Fluchtmöglichkeit, eine offene Dachluke im Pflegergang war, also ein Bereich, wo der gar nicht hätte hinkommen sollen, aber wo er eben aufgrund des nicht ordnungsgemäß verschlossenen Schiebers Zugang hatte und um dann dem anderen Vorrang, der ihn ein wenig zu sehr offensichtlich störte, entweichen zu können, ist er durch diese Dachluke aus dem Bereich entstiegen. So, und dann nahm das Ganze seinen fast üblichen Lauf, dass ein Tier, was aus seinem vertrauten Umfeld herauskommt, in völlige Unsicherheit, letztendlich in Panik verfällt und überhaupt nicht mehr weiß, was um ihn herum passiert. Und dieses Tier, da völlig verschreckt in diesem unbekannten Umfeld hin und her, tigerte, um irgendwo sich zurechtzufinden. Als zu diesem Zeitpunkt dann auch neben unsere Pflegerschaft, die zuständigen Dienst haben und in die Ärzteschaft eingetroffen sind, um dem Affen irgendwie handhabt zu werden. Als das alles vorbereitet wurde, den zum Beispiel zu narkotisieren und ihn dann auch damit dingfest zu machen, ergab sich eigentlich die Situation, dass der Orangutan in dem Moment Richtung Außenzaun des Zoos sich überlegt und wir wissen ja, dass das Affenhaus direkt angrenzend am Außenzaun und der dort hier in der Karl-Wendt-Straße gelegen ist und der Affe eben Anstalten macht, über den Zaun zu klettern. Und da blieb den Verantwortlichen letztendlich keine andere Möglichkeit, so traurig das ist. Und Sie können sich vorstellen, das macht man mit höchstem Unbehagen. Aber es blieb letztendlich keine andere Wahl, als den flüchtenden Affen zu erschießen. Warum kein Narkosemittel eingesetzt wurde, brauche ich, glaube ich, nicht zu erklären. Gleichwohl will ich es nochmal tun. Und unsere Tierärztin sitzt auch hier, um das nochmal zu verdeutlichen. Ein Narkosemittel braucht natürlich seine Zeit, um zu wirken. Und das ist nicht innerhalb von einer Minute oder zwei, das kann 10 oder mehr Minuten dauern, schon gar bei einem Tier, was in einem aufgeregten Zustand sich befindet. Und wenn wir tatsächlich diesen über den Zaun kletternden Affen erst mit einem Narkosefall versehen hätten, hätte er noch gut weitere 10 Minuten gehabt, bis er sich dann überall auf dem Straßenbereich oder sonst wo auffällt, bevor endlich dann das Narkosemittel wirkt. Was in der Zwischenzeit alles hätte passieren können, da wollen wir uns gar nicht ausmalen. Und deshalb hatten wir gar keine andere Chance, keine andere Möglichkeit, als zur Schusswaffe zu greifen, so bedauerlich das letztendlich ist. Danach hat sich die Situation zum Glück deutlich entspannt, weil das zweite Männchen, über das ich eben gesprochen hatte, von den Weibchen und den Jungtieren ganz zu schweigen, letztere haben ihre Gehege überhaupt nicht verlassen und das andere Männchen war auch nur bis zum Pflegergang vorgedrungen und ist dort auch nicht weiter raus. Und das haben wir nach einigen Lockmitteln und Versuchen dann letztendlich in der gewünschten Form auch in den Narkose
absetzen können und danach wieder zurück ins Gehege überführen können. Wir haben gleichwohl zur Gesamtsicherung, das haben Sie auch soweit schon teils vorberichtet, die Polizei informiert, die auch in großer Kopfstärke angekommen ist, inklusive Feuerwehr und Notarzt, die Evakuierungszone positioniert haben. Wir selbst haben die Polizei aus Sicherheitsgründen um das Affenhaus herum positioniert, falls der zweite männliche Orang dann auch noch den Weg ins Freie hätte finden können, was jedoch nicht der Fall war. Von daher haben wir auf den Einsatz der Polizei gar nicht zurückgreifen brauchen, sondern den Rest mit einem hier im Haus natürlich gegebenen Notfallplan letztendlich in der guten Güte umsetzen können. Und da bin ich dankbar, dass das alles wunderbar gegriffen hat. Die Mitarbeiter haben sich letztendlich vor Ort nach dem ursprünglichen Fehler des nicht ordnungsmäßigen Sicherheits des Schiebers in vorbildlicher Art und Weise verhalten und das Ganze dann zu einem guten, in Anführungszeichen, bitte schön zu sehen, Ende gebracht, dass nichts Schlimmeres letztendlich passiert ist. So traurig das Ereignis des Todes des einen Orang Utans auch ist, aber wie gesagt, es hätte deutlich schlimmer ausgehen können, wenn ein solches Tier tatsächlich aus dem Zoogelände entweicht. Orang Utans, männliche Tier mit einer Körpermasse von weit über 100 Kilogramm und Kräften, von denen sich keiner hier im Raum irgendwelche Vorstellungen machen kann, die kann man nicht frei rumlaufen lassen und mal jemand die Hand nehmen oder so etwas, schon gar nicht in einer Paniksituation. Von daher sind wir froh und dankbar, dass die Mitarbeiter da wirklich hervorragend mitgezogen haben und das Ganze zu einem, mehr oder weniger gutem Ende gebracht haben. So, das vielleicht als erstes Statement meinerseits. Dann geben wir Ihnen jetzt freie Hand, das mit den Fragen noch weiter auszufüllen, bis wir auch die Antworten dann dazu geben können. Sagen Sie doch mal Ihren Namen, das haben Sie nicht gesagt. Winkler ist mein Name, der Direktor des Zoos. Welches Tier war das denn? Das Tier, was wir erschießen müssten, war unser Zucht-Orang-Utan, Nias mit Namen. Wie schreibt man? N-I-E-A-S. Ein Tier, den wir hier von klein auf groß gezogen haben, weshalb die Trauer ist vielleicht ein Begriff, der bei solchen Tieren nicht ganz angebracht erscheint für manche, aber für unsere Pfleger ist es allemal ein solches Ereignis, aber die Betroffenheit natürlich enorm ist. Die Pfleger stehen durchaus noch unter Schock, wenn man bedenkt, die Leute haben wir von klein auf als kleinen Bogen hier großgezogen. Ich würde sagen, mehr als stattlicher erwachsener Orangmann geworden. Wie alt war er? Mitte 20. Erfahrenes Zuchtmännchen, von seinem ganzen Charakter her so ein vorbildliches Tier und also umso betrüblicher, wenn man da dann ein Ende finden muss. Waren die beiden Männchen denn zusammen im Gehege normalerweise? Oder? Nein, normalerweise nicht, aber dadurch, dass der eine Orang-Ausgang durch diesen nicht gesicherten Schieber halt finden können und dann an den anderen Schiebern hinten im Pflegegang manipulieren können, sind die beiden Orang-Utans zusammengekommen und haben sich dort dann in die Quere gekommen. Die werden normalerweise getrennt. Prozess getrennt, ja, die sind zwei separaten Gruppen, aber durch diesen ursprünglichen Fehler sind die beiden dann letztendlich zusammengekommen. Haben sich dann die paar Menschen untereinander, so dass der Fall ist, natürlich um die Vorherrschaft gestritten und der eine hat dann eben Preis ausgenommen. Und dann der Nias und mir, der sensibel ist von den beiden, ist er dann auch gewesen, der das Weite gesucht hat. Wie gefährlich könnte jetzt so ein Orang auch für Menschen werden, wenn der jetzt draußen im Freien rumläuft? Das kann ich mit einem Wort beantworten, wenigstens gefährlich. Würde also auch so in Panik durchaus mal zum Angriff übergehen. Das Risiko zumindest geben. Die erste Gefahr, die wir hatten, dadurch, dass angrenzend die Karl-Wendt-Straße gegeben ist, dass auf die Straße läuft ein Verkehrsunfall verursacht, das wäre schon das Erste. Und je nachdem, was sich daraus dann ergeben könnte, hätte auch irgendwo in den Wald sich dann bewegen können, als wenn er da was irgendwo in die Nähe von Menschen kommt. Und tatsächlich in Panik gerät, kann er natürlich angreifen, schon gar nicht irgendwo meint, in die Enge gedrängt worden zu sein. Und wie gesagt, diese Kräfte, die ein solcher Orang-Utan hat, ich will mich jetzt nicht auf die genaue Zahl festlegen, aber man sagt immer, dass so ein Orang mindestens 7-mal so stark ist wie ein Mensch. Und man könnte sich vorstellen, was da für Kräfte hinterstecken. Das ist etwas, da bleibt kein Mensch übrig, wenn er das in den Konflikt morgen dann kommt. Wie heißt denn das zweite Männchen? Bayou heißt das. Bayou? Bayou. B-A-J-U, ja? Das ist Y. Und das erste hatte ich richtig verstanden, Nordpol, Ida, Emil, Anfang 70. Genau. Bayou, wie alt? Bayou, 12 Jahre alt. Oder so ein junger Erwachsener.
erwachsenes Männchen, dann auch schon mal richtig zeigen möchte, hier, guck mal, ja, ich bin unterreich. Hat also der Nias dann in den Pflegertrakt, weil die auch so gerne rumwickeln, dann also das Gatter zu dem anderen Käfig dann aufgemacht, genau, sozusagen. So. Und dadurch kam ihn dann zusammen in den Pflegertrakt. So scheint es nach unseren bisherigen Analysen zu sein. Und da ist etwas heute Morgen auch im detaillierten Gespräch mit den zuständigen Pflegern haben aufrollen können, soweit es bisher möglich war. Das war natürlich gestern Abend bei dem ganzen Trubel, zum einen dem Schockzustand, in dem sich die Pfleger befanden, zum anderen gar nicht machbar. Wir haben die dann erstmal alle gestern Abend, nachdem wir soweit alles haben sichern können, nach Hause geschickt, um heute Morgen dann in etwas mehr gegebener Ruhe das Ganze zu analysieren. Und da sind die derzeitigen Schlussfolgerungen gegeben. Sie schreiben in der Pressemitteilung, dass dann der Nias dann übers Oberlicht, über die offene Luke dann aufs Dach geklettert ist, oder was? Genau. Also aufs offene Dach. Genau. Wir können es gleich mal gucken. Sie schreiben hier, dass er unter normalen Umständen da nicht hochkommt, weil das Ding, dass ich 5-6 Meter hoch ist. Nee, hat mit der Höhe nichts zu tun, weil das der Pflegertrakt ist, wo ein Vorhang gar nicht reinkommen darf. Das geht eigentlich gar nicht. Alle unsere Schieber sind doppelt und dreifach gesichert, sodass es überhaupt nicht passieren kann, dass er dort hinkommt. Aber, wie eben angesprochen, man kann noch so viele Sicherheitsvorkehrungen treffen, wenn menschliches Versagen letztendlich mitspielt, dann ist man einfach davon nicht gefeit, dass so etwas passiert. Mussten Sie dann das Bier schießen oder ist dann für sowas verantwortlich? Hier nicht unnötiges, sagen wir mal, würde auch Spießrutenlaufen zu generieren, wäre unsere Kommunikation, dass der zuständige Diensthabende geschlechtsunspezifisch die Waffe gegriffen hat. Wenn Ihnen das reicht, wäre uns das ganz lieb. Denn das ist für die Person, die geschossen hat, auch kein schönes Ereignis, das können Sie sich vorstellen. Bitte. Waren denn zum Zeitpunkt des Ausbruchs noch Besucher im Zoo und waren die in irgendeiner Art und Weise gefährdet? Wie hatten Sie sich um die gekümmert? Genau, deshalb sagte ich vorhin ja schon, unser Notfallplan, der für all solche Notfälle, Tierausbruch, Feuer oder anderes mehr gegeben ist und im Detail ausgearbeitet ist und mit allen Mitarbeitern natürlich im Detail auch durchgespielt ist, um dann entsprechend agieren zu können. Der hat auch in dem Fall entsprechend gegriffen. Es war spät am Nachmittag, früh am Abend, dass nur noch ganz wenige Besucher im Zoo waren und die wurden von ausgewählten Mitarbeitern dann auch gleich aus dem Zoo geführt, sodass für die Besucher aber auch keine Gefahr bestand. Können Sie so zwei, drei Elemente nennen, wie dieser Notfallplan aussieht, was der vorsieht für solche Ereignisse? Ja, gleich schon mal eine Informationskette, dass logischerweise dann gleich die nötigen Leute zusammengerufen werden, um schnellstmöglich agieren zu können, um dann eben auch zielgenau die entsprechenden Maßnahmen einleiten zu können, wie bei einem Tierausbruch logischerweise entsprechendes Personal gleich zusammengerufen, Bereiche abgetrennt werden, damit eben keine Besucher in Gefahr kommen können, dass eben entsprechende Schusswaffen, Narkosewaffen bereit liegen, um agieren zu können, dass bei gegebenen Situationen, je nach Tierart, auch Fangnetz oder anderes bereitgestellt werden, was bei so einem Orang-Utan natürlich utopisch ist. Aber das ist eben also etwas, was in dieses Gesamtpaket des Notfallplanes mit eingebunden ist, um uns eben auch bei einem solchen schrecklichen Ereignis dann soweit absichern zu können. So, jetzt nehmen wir die Dame zuerst. Dankeschön. Können Sie sagen, wie der zeitliche Ablauf eigentlich war? Also Wann hätte der Zoo geschlossen und wann war das Tier letztendlich, oder wann war die Lage unter Kontrolle? Das kann ich jetzt zugemaßen nur im ganz Groben wiedergeben. Da habe ich jetzt nicht den größten Stellenwert drauf gelegt, wie das zeitlich alles genau gelaufen ist. Besucher können ja bis zum Einbruch der Dunkelheit im Zoo verbleiben, was ja sich als eine sehr beliebte Maßnahme auch erwiesen hat. Aber das Ganze ist dann im Rahmen des Dienstendes unserer Pflegerschaft passiert oder zum Dienstende hin. Das war irgendwo so 6:15, 6:30 herum, als die Maßnahmen dann angegangen wurden. Und wie gesagt, die Restbesucher, die dann noch im Zoo waren, wobei das war eine kleine Handvoll, die haben wir gleich ausgeleitet und die übrigen Mannen und Damen haben sich dann um die Sicherung vor Ort. Wie lange hat die Suche gedauert? Die Suche war nicht allzu lang. Meinen Sie die Suche nach dem Zoobesuch? Das, aber auch wo das Tier ist, das wussten Sie ja auch nicht. Ja, das Tier wussten wir nur bedingt. Wir wussten, dass der irgendwo hinten im Pflegergang sich Zugang verschafft hat, wie auch immer. Das war uns natürlich zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst. Das war erstmal ein großes Rätsel. Wie kann so etwas überhaupt passieren? Das ist eigentlich undenkbar von den Sicherheitsvorkehrungen, die dort getroffen sind. Von daher haben wir erstmal alle gerätselt. Aber dadurch, dass in diesem zugermaßen älteren Gebäude auch einige Winkel sind, die schwer einsehbar sind, war natürlich erst einmal das große Rätsel. Wie sieht es eigentlich aus? Ist es nur der eine, der einen Freigang hat, sind mehrere draußen? Das war sicherlich anfangs erstmal schwer festzustellen. Auch
unter dem Gesichtspunkt festzustellen, dass die eigenen Mitarbeiter sich natürlich nicht gefährden wollten, wenn ein solches, gerade auch in einer ungewohnten Situation, vielleicht in Panik verfallenes Tier, dann wer weiß, wie reagiert. Wie gesagt, normal ist das durchaus so, gerade auch bei den weiblichen Tieren, wenn die tatsächlich mal aus Neugier aus ihrem Gehege rauslugen, ja, dann ruft der Pfleger, kann die sogar an die Hand nehmen und führt die ins Gehege zurück. Also das ist überhaupt kein Problem bei den Tieren. Aber da war offensichtlich durch dieses Aufgestaute, eben auch, dass die zwei Männchen zueinander kamen, eine gewisse, naja, sagen wir mal, Grundaggression bei den Männchen allein schon mal gegeben, die natürlich zu allen möglichen Reaktionen hätte führen können. Deshalb die Pfleger und die zuständigen Mitarbeiter, die Dienst haben, die Tierärzteschaft und so weiter, die alle dort vor Ort waren, letztendlich größte Vorsicht walten mussten, damit nicht selbst für sie eine Gefährdung gegeben ist. Und letztendlich musste dann natürlich, weil man nicht genau wusste, was ist denn jetzt, wenn die schon im Flieger gegangen sind, oh je, dann können die natürlich durch irgendwelche der Dachluken entkommen sein, ist tatsächlich schon irgendein Affe draußen. Wir haben natürlich das ganze Areal dann ums Affenhaus erstmal abgesucht, um sicherzustellen, dass nicht dort tatsächlich schon wirklich ein Affe ist. Und ja, wie sich das jetzt im Zeitraster alles genau abgespielt hat, mit Verlauf, also ich kann es jetzt zumindest hier stehen nicht genau beantworten. Außer, dass das Startfenster irgendwo so viertel nach sechs, halb sieben in etwa war. Wann ist das Tier erschossen worden? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Etwa gegen halb acht, kurz vor halb acht. Vielleicht haben Sie es eben schon beantwortet, aber wie viele Tiere haben Sie denn jetzt noch im Gehege und nehmen die wahr, dass dann da einer fehlt jetzt? Wir haben insgesamt an Orang-Utans jetzt noch im Gehege deren fünf, ja. Ja, die das wahrnehmen, ist natürlich schwer zu sagen. Also, das sind nur in zwei Gruppen gewesen. Die eine Gruppe, da ist das Muttertier Amatis mit ihrem Jungtier. Ja, die wird das natürlich in irgendeiner Form wahrnehmen. Na nur, wo ist denn hier unser Partner? Der fehlt ja irgendwie. Wir haben jetzt hier bei den Tieren das nicht dramatisches, anderes Verhalten bisher feststellen können. Allerdings muss ich sagen, dass unsere Pflegemänner natürlich auch erstmal mit den Aufräumaktionen sozusagen beschäftigt sind. Und wir jetzt sicherlich über den Tag hinaus mal das Verhalten der übrigen Tiere genau werden studieren können, um dann festzustellen, inwieweit die sich anders verhalten als sonst, was sich in einer Form zumindest bei dem Weibchen am Mate und ihrem Jungtier gegeben sein könnte. Wie gehen die Pfleger jetzt mit dem Vorfall um? Ja, wie ich eben schon gesagt habe, sind natürlich erstmal geschockt, völlig betrübt, insbesondere auch die Person, die tatsächlich dort einen Fehler gemacht hat, aber brauchen wir gar nicht zu reden, dass da Tränen geflossen sind bis zum geht nicht mehr, das brauche ich auch nicht zu erwähnen. Das ist ein Ereignis, was schon schockierende Wirkung hat, wie ich eben auch sagte. Das ist ein was den Nias anbelangt, ein Affen, den wir von klein auf groß gezogen haben. Das ist eben letztendlich, klingt auch ein bisschen blöd für so Außenstehende, aber das ist wie ein Familienmitglied, was man dort verliert. Das sind ja nicht umsonst Menschenaffen, man hat eine super innige Beziehung zu diesen Tieren. Die sind wirklich letztendlich wie ein Familienmitglied. Man kann ja alles im direkten Dialog mit diesen Tieren auch machen. Man kann zu denen zum Teil ins Gehege reingehen, ohne dass irgendetwas an Gefahr gegeben ist für die vertrauten Pfleger logischerweise. Und solch ein Tier letztendlich zu verlieren in so einem Ereignis, das ist zutiefst bitter. Der war alleine in seinem Gehege, Nein, nein, der war mit Amatis und ihrem Jungtier im Gehege. Die sind im Gehege geblieben. Ja, sag, komm, dann geh du mal, aber wir bleiben hier sitzen. Okay. Da war gar kein Anstalter, um hier rauszugehen. Aber da hatte ich mal neugierig geguckt und das Neugier ist dummerweise dann eben so weiter ausgeartet, als er einmal hinter den Schieber geguckt hat und gesehen hat, oh, guck mal, das ist ein anderes Männchen. Dann sind die gleich aufeinander drauf. Haben da die das Ganze hochgeschaukelt. Haben die Kontakt? Also bei du und Sonst nicht. Aber wenn der Schieber jetzt so korrekt gewesen wäre, hätten die keinen. Genau, die wären nie in Kontakt gekommen. Mhm. Aber so ist eben dazu gekommen. Und dadurch ist das Ganze überhaupt erst als Folgeerscheinung entstanden, dass dieses Gekebbel zwischen diesen beiden Männchen, wie auch immer das gelaufen ist, das können wir ja schon nur zum Teil mutmaßen, dann aber eben zu den letztendlichen Reaktionen und der Flucht des einen Affen geführt hat. Also kann man sich das vorstellen, dass dieser Schieber auch gleichzeitig in Sicht... Völlig klar. Also zwei völlig getrennte Bereiche, wo die überhaupt nicht zusammenkommen. Mhm. Nur durch das Öffnen des einen Schiebers ist er überhaupt erst in den anderen Trakt reingekommen, wo er dann auf den anderen Affen gestoßen ist. Oder die anderen Affen, wobei die Weibchen in der anderen Gruppe oder das Weibchen, das Jungtier in der anderen Gruppe, die auch aber nichts geschert haben. Die sind schön in ihrem Gehege geblieben, haben überhaupt keine Anstalten gemacht, irgendwie auszubüchsen. Also hier nichts mit dem Gedanken Freiheitsdrang oder sowas, der Affe wollte raus in die Freiheit oder so etwas, hat nichts damit zu tun. Die leben seit Jahrzehnten hier bei uns zum Teil in den Anlagen, sind dort gut betreut und er ist einfach nur aus der Stresssituation mit dem anderen Affen geflüchtet und wusste da nicht mehr zurück. Was passiert jetzt mit dem toten Tier? Das werden wir noch klären, was wir damit machen. Da gibt es immer mehrere Optionen. Eine ist schlichtweg, das klingt jetzt ein bisschen
wirklich platt und banal, den zum Abdecker zu geben, also einfach entsorgen. Das andere ist ein Gedanke, der schreckt dann auch viele Leute ab, aber das ist den für museale Zwecke herzurichten. Auch das wäre ein Gedanke. Das müssen wir aber jetzt noch klären und soweit sind wir mit unseren Überlegungen jetzt bei anderen Prioritäten, weiß Gott, nicht gedrungen. Inwieweit hat das denn jetzt Konsequenzen für den Pfleger, der natürlich völlig fertig ist? Das macht ja niemand extra, ist klar. Nee, sicherlich nicht. Natürlich macht das keiner extra. Konsequenzen hat es für den, dass der nicht schlafen konnte und dass er heute erstmal völlig durch den Wind ist und alles Weitere. Das werden wir im Hause in Ruhe besprechen. Mhm. Glauben Sie uns, der ist gestraft genug? Ja, das glaube ich. Ja, da kann man es eigentlich nicht sagen. Innerhalb welchem Zeitraum muss dann so eine Entscheidung getroffen werden, okay, narkotisieren, das passt jetzt nicht mehr, funktioniert jetzt nicht mehr, wir müssen... Das habe ich eh nicht, weil ein, zwei von Ihnen später in den Raum gekommen, vielleicht waren Sie dabei gewesen. Dadurch, dass der Affe unmittelbar mehr oder weniger auf dem Sprung war, das Zoogelände zu verlassen, er ist bereits am Außenzaun hochgeklettert, war eine Narkose einfach keine Option mehr, weil eine Narkose, ganz davon zu schweigen, dass bei der Masse dieses Affen nicht ein Pfeil hätte ausgereicht, man hätte zwei Pfeile setzen müssen, um genügend Beruhigungsmittel oder Schlafmittel in den Affen hineinzubekommen. Das hätte locker 10 oder mehr Minuten gebraucht, bis er endlich dann in Narkose gefallen wäre und in der Zeit wäre er auf der Straße gewesen oder weiß wohin gelaufen und das musste ihm unterbunden werden und deshalb hatten wir, so traurig das ist, überhaupt keine Option und wir mussten die scharfe Waffe einsetzen. Nochmal zu dem Diensthabenden zurück. Ist der immer bewaffnet, wenn der unterwegs ist im Zoo? Oder aber ist das jetzt eine Situation, nur wenn so ein Alarm ausgelöst wird, dass er dann in dem Moment überhaupt dabei ist? Wir laufen natürlich nicht mit Waffe im Halfter durch den Zoo. Klar. Das natürlich nicht. Aber diese Frage kommt mit Sicherheit auf, deswegen stehe ich. Es ist auch in unserem Notfallkonzept so, dass grundsätzlich ein Diensthabender im Zoo anwesend ist während der Öffnungszeiten, der unter anderem auch schießberechtigt ist. Wir haben unsere eigenen Waffen hier im Zoo, wir machen entsprechendes Schießtraining, wir sind alle registriert, diese Waffen zu nutzen und können sie eben auch gut nutzen, wie der Fall ja auch gezeigt hat. Trotz zittriger Hand, die sicherlich gegeben war, ist der Affe letztendlich erlegt worden und hat nicht mit irgendwelchen Schusswunden noch das Weite gesucht oder so etwas. Aber es ist eben grundsätzlich so, dass für solche Notfälle ein Diensthabender vor Ort ist, der dann eben auch von der Schusswaffe Gebrauch machen kann, die natürlich entsprechend dann im Zoo gelagert. Vielleicht noch eine weitere Frage. Wird es Konsequenzen im Bereich der Sicherheit geben? Sprich, ich habe verstanden, das ist menschliches Versagen gewesen, aber nichtsdestotrotz, dass man diese Abläufe vielleicht nochmal überlegt, wie man das Ganze noch sicherer machen kann. Kann man das so in der Form überhaupt ausschließen? Das wäre vielleicht die Frage, die sich da anschließt. Gut, die Frage stellt sich uns logischerweise auch. Und natürlich haben wir das auch unmittelbar danach und heute Morgen nochmal im Detail mit der zuständigen Pflegerschaft und allen Beteiligten durchgesprochen. Inwieweit man eine bereits bestehende Drei- und Vierfachsicherung noch mehr sichern kann, um letztendlich auch ein menschliches Versagen, was dann trotzdem immer noch Ursache war, kann, komplett auszuschließen. Zu früh zu sagen, wir haben Gedanken heute Morgen diesbezüglich mal ausgetauscht, ob da was in der Form machbar ist und dann auch umgesetzt werden soll. Das müssen wir jetzt nochmal in Ruhe evaluieren. Fakt ist, dass erst einmal eine Mehrfachsicherung gegeben war und die ist mehrfach missachtet worden. Ich habe mal eine ganz grundsätzliche Frage zu Orang-Utans. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Tiere, die hängen ja immer so teilnahmslos, wie es scheint, irgendwie in den Ästen, in den Bäumen rum. Aber es sind eigentlich die Klügsten, sagt man, oder die, sagen Sie es mir einfach, die Intelligentesten, die eigentlich ständig darüber nachdenken, auch alles registrieren, wie sie rauskommen könnten. Habe ich das richtig, erinnere ich das richtig? Ja, es ist schon so, dass bei den Menschenaffen unterschiedliche Charaktere zu sehen sind, ohne Zweifel. Der Gorilla ist von Natur aus eigentlich auch ein sehr bedächtiges, ruhiges Wesen, vom Männchen mal abgesehen. Der hat so ein bisschen den Macho-Status. Der ist bei Schimpansen allemal gegeben. Das kann man eigentlich für die gesamte Gruppe sagen. Bei Schimpansen sage ich immer, das sind die Hooligans der Tierwelt, wenn die so richtig loslegen. Wohingegen die Orang-Utans, haben Sie schon ganz recht, das sind grundsätzlich sehr bedächtige Tiere. Und vor allem sind es Tüfter. Das ist tatsächlich so. Wenn uns der Zwischenfall zum Beispiel gestern mit einem Gorilla passiert wäre, dann wäre das, was die Interaktion zwischen zwei Männchen gewesen wäre, sicherlich glimpflicher ausgegangen, weil die sich gar nicht so weit in Berührung gekommen wären. Aber dadurch, dass ein Orang-Utan der Tüftler ist, an allen Schrauben rumbastelt und rumdreht und Schlösser öffnet und was weiß ich was alles, also ein Panzerknacker par excellence, wenn man so will, hat man da tatsächlich es mit einem Tier zu tun, der
von Naturell gänzlich anders aufgestellt ist als die übrigen Menschenaffen. Mhm. Dieser, nochmal zurückzukommen auf den Pfleger, wie lange ist der jetzt bei den Orang-Utans eingesetzt gewesen? Eine alterfahrene Kraft. Mhm. Also nicht etwa unter Frischlingen, wo man jetzt meint, da gibt es ja nicht welche andere Velocität. Und auch die jüngeren Pfleger, die dort eingesetzt werden, nach entsprechender Einweisung von, oder alleine sogar nur eingesetzt wurden, wobei es nicht nur einer war, die dort den Fauxpas sich haben erlauben lassen. Aber selbst die Jüngeren werden logischerweise bis ins letzte Detail eingearbeitet, damit eben Fehler nicht passieren. Aber fragen Sie mich was anderes, wieso passieren bei Menschen immer wieder Fehler? Das ist leider Gottes so. Überall in den Lebenslagen passieren Fehler und ja, leider Gottes auch in unserem Metier bleiben die mal nicht aus. Wenn wir dann solche Konsequenzen haben, ist es natürlich umso betrüblicher. Letztendlich sind wir aber sogar noch ein Stück froh, dass kein Personenschaden passiert ist, sondern wir, klingt auch wieder saublöd, ich möchte es kaum aussprechen, aber letztendlich nur einen Affen verloren haben. Das ist betrübliche Not, selbstverständlich, aber es hätte viel, viel schlimmer ausgehen können. Sie haben gesagt, Elias war der, der Zuchtorang. Was hat er denn, wie viele Kinder hat er denn, oder ist er irgendwie auch verliehen worden? Ich weiß es nicht, wie das geht bei uns. Also ich habe dreifache Pforte, von zwei Nachkommen auch noch leben. Und ein Nachkomme davon ist die Nila, die ja auch in der Gruppe mit war. Und Mia war vom Charakter her ein sehr umgänglicher Orang-Utan. Und es ist ja schon mehrfach genannt worden, dass der Verlust natürlich für alle Seiten extrem herbe ist. Dadurch, dass wir dem europäischen Erhaltungszuchtprogramm angeschlossen sind für diese hochbedrohte Tierart, sprechen wir uns natürlich dann auch bei den Folgeschritten respektive gegebenenfalls ein neues Zuchtmännchen, woher mit der Koordination ab. Mhm. Denn der Zoo Duisburg hat als einer der ganz wenigen Zoos in Europa eine über 50-jährige Tradition bei der Haltung und Zucht dieser hochbedrohten Tierart. Und das, glaube ich, sollte man an dieser Stelle auch mal erwähnen, denn das ist unter anderem eben auch ein sehr, sehr großes Verdienst der zuständigen Tierpflege. Also Sie überlegen sich, wie Sie einen Nachwuchs bei einem Männchen bekommen, das in den Zuchtprogramm eingesetzt wird. Sie beobachten natürlich tagtäglich und sehr genau, wie die einzelnen Tiere aufeinander reagieren, weil der richtige Zeitpunkt ist. Sie haben ein sehr inniges Verhältnis zu Ihren Schützlingen und das mündet im Endeffekt aber auch dann in dem beachtlichen Zuchterfolg, den der Zoo Duisburg in den letzten Jahrzehnten vorzuweisen hat. Sagt Ihnen noch kurz, wie der Zuchterfolg ausschaut, also wie viele Tiere hier auf die Welt gekommen sind, ich weiß nicht. Ja, über 50 Jungtiere. Und mit Bayou ginge, die, ja, als Männchen jetzt ginge die Zucht nicht weiter in dem Sinne? Ja, mit Bayou verhält es sich so, das war auch in enger Abstimmung mit dem europäischen Erhaltungszuchtprogramm, dass wir ihn aus dem Partnerzoo Beauval aus Frankreich hierher geholt haben, an Kaiserberg, um eine Zuchtgruppe für einen weiteren Partnerzoo aufzubauen, der letztlich diese Gruppe dann auch erhalten sollte. Aber aufgrund der gegenwärtigen Ereignisse müssen wir die nächsten Schritte mit dem Zuchtprogramm und mit der Koordination entsprechend abstimmen. Welcher ist Sumatra, welcher ist Borneo? Welcher sind ja zwei unterschiedliche Arten, die Sie haben? Ne? Wir halten die Borneo Orang-Utans. Wir haben aber bis 2011 auch die zweite Art gehalten, die Sumatra Orang-Utans. Ebenfalls ist eine der ganz wenigen zoologischen Einrichtungen Europas. Und der Nias ist auch ein Borneo. Ja. Wir haben es ganz von den Sumatranern getrennt, auf eine Art spezialisiert eben auf die jetzt bestehende Gruppe, wo wir jetzt nur diese zwei haben, weil wir dort im Rahmen des Zuchtprogramms dort die Gruppen entsprechend zusammenstellen. Ich habe noch eine kurze Nachfrage zu dieser Drei- und Vierfachsicherung, die Sie angesprochen haben, Herr Winkler. Heißt das, sind es dann mehrere Schleusen, die sozusagen vor der Außenwelt abtrennen, oder wie habe ich mir diese drei, vierfach Sicherung vorzustellen? Das zum einen, und zum anderen sind es an den Schiebern verschiedene Sicherungsmaßnahmen. So wie man an der Tür nicht nur ein Schloss hat, sondern zwei, drei oder vier Schlösser hat, so ist das dort eben auch, dass dort verschiedene Riegel und Schlösser
und Arretierungen angebracht werden müssen. Zusätzlich zu dann davor noch gelegenen Schleusen. Und da ist Phase, nicht was Leichteres, das können wir beileibe heute nicht beantworten. Da ist irgendetwas ganz schief gelaufen bei der Pflegerschaft. Noch eine Frage. Sie haben ja schon mehrfach gesagt, dass im Affenhaus der Sanierungs- Erneuerungsbedarf sehr groß ist. Das eine hat mit dem anderen jetzt nichts unbedingt zu tun. Also man würde jetzt heute solche Einrichtungen nicht anders bauen, sodass dann solche Vorgänge erst recht gar nicht möglich werden, weil noch andere räumliche Strengungsmöglichkeiten oder was auch immer. Ja und nein, würde ich mal sagen. Natürlich wird man eine Anlage heutzutage komplett anders bauen, auch mit viel besserer Zugänglichkeit für die Pflegerschaft, als es dort gegeben ist. Das ist natürlich ein Gebäude, das stammt aus Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, ist also reichlich betagt. Das Gebäude überhaupt nicht mehr zeitgemäß, weshalb natürlich da mal ein neues Affenhaus hin müsste, unstrittig, um letztendlich den Affen auch bessere Bedingungen zu bieten. Klar, die Gorillas haben eine schöne Außenanlage und unser Gedanke war ja auch, sich sukzessive durch das Affenhaus durchzubauen und jeder Art dann entsprechend neue und schöne Areale zu schaffen. Aber gerade die Orangs leben eben noch in einem älteren Trakt und jetzt gerade im hinteren Bereich, wo die Pflegerschaft auch tätig ist und wo die Nachtstall und sozusagen die Schlafzimmer der Affen sind, doch arg verwinkelt, was das Arbeiten dann sicherlich verkompliziert und das in einem modernen Bau sicherlich auch einfacher dann zu überschauen wäre. Also von daher ist die Antwort, in einem modernen Bau wäre es sicherlich weniger denkbar gewesen. Andererseits ist diese Anlage seit vielen Jahren in der Form bespielt und die Pfleger eben auch seit vielen Jahren dort tätig und kennen ihre Angriffe, haben aber trotzdem einen Fehler gemacht. Ja. Aber Sie sehen jetzt sozusagen nicht das Alter des Gebäudes oder den Bau des Gebäudes ursächlich für diesen Vorfall? Nicht für den Vorfall, nein. Das Gebäude ist nicht mehr zeitgemäß, was die Haltungsbedingungen der Affen anbelangt, was auch das Bild anbelangt, was der Besucher sehen möchte von einer modernen Affenhaltung. Das ist sicherlich nicht mehr State of the Art, aber das hat jetzt ursächlich mit dem Unfall, der dort passiert ist, nichts zu tun. Ich würde das einfach gerne nochmal rekapitulieren, weil mir das irgendwie so unwahrscheinlich vorkommt. Da wird ein Schieber, bleibt auf, der Orang kommt da raus und dann ist er im Pflegertrakt und fummelt an einem anderen und lässt praktisch einen anderen Orang frei, den er aber gar nicht sehen kann, weil der Schieber eigentlich blickdicht ist. Moment, den zweiten Schieber. Der zweite Schieber hat Blickmöglichkeiten. Ach, okay. So, da sind Blick und da ist die Aggressivität auch schon irgendwie erstanden. Und dann hat er dann rumgefummelt und das als Tüftler hat das aufgekriegt und dann sind die beiden, dann war der andere auch frei aus seinem Gehege. Nur spekulativ im Moment, wie das im Detail gelaufen ist, ja. das können wir im Moment noch nicht so ganz aufschlüsseln. Da müssen wir noch mal ein paar detaillierte Gespräche mit den Pflegern vor Ort aufführen. Wir haben heute Morgen erstmal nur ganz auf die Schnelle das Ganze so weit aufgerollt, damit wir Ihnen heute hier im groben Reden und Antwort stehen können. Unstrittig ist, dass der eine Schieber nicht gesichert war, durch den der Orang überhaupt erstmal in den Pflegergang kommen konnte. Wie sich da in dem Pflegerbereich das Ganze dann weiter abgespielt hat, das ist etwas, da müssen wir jetzt noch ein bisschen Sherlock Holmes Arbeit betreiben, um wirklich zu einem belastbaren Ergebnis zu kommen, um jetzt nicht mit wilden Spekulationen daherzukommen. Das ist nicht unsere Art. Okay. Wir wollen schon klare Fakten haben und die können wir im Moment noch nicht ganz bieten. Okay, dann habe ich noch zwei kleine Fragen. Und dann türmt der durchs offene Dachfenster. Kann er sich da irgendwie was hochbauen oder so? Oder ist das der andere geht da nicht durch und bleibt da drin? Genau, der andere ist drin geblieben. Das ist ja unser Glück gewesen. Nur der eine ist stiften gegangen. Wie gesagt, weil es nachweislich, das wurde auch teils gehört, weil es dort eben irgendein Konflikt zwischen den Affen gab. Und der eine ist dann eben durch das Dachfenster entwichen und der andere ist zurückgeblieben. So, natürlich kann er durch eine Dachluke, ein Affe kann überall hinklettern, wo er möchte und dadurch eine Dachluke oder eine 4-5 Meter Höhe, das ist natürlich für so einen Affen ein Klacks, da hinzukommen. Okay. Das war dann wirklich kein Aufwand. Aber wir haben eben Glück gehabt, dass der andere nicht ihm gefolgt ist, sondern er dachte, gut, den bin ich los, der ist weg, alles klar, jetzt habe ich meinen Freiraum hier und ich bleibe bei meinem Weibchen und alles ist gut. Wie haben Sie das eigentlich gemerkt, wenn da kein Pfleger dabei war oder war da ein Pfleger da? Ist das beobachtet worden? Was ist beobachtet worden? Der Ausbruch. Ja, dass der eine raus ist, das haben wir, wie gesagt, natürlich nicht live miterlebt. Wir haben es dann irgendwann erfahren und dann feststellen müssen, als wir den einen draußen rumlaufen sahen. Da ist Ihre Frage, Herr Schmier, mit einer modernen Anlage, wo man bessere Einsichtsmöglichkeiten hat für die Pfleger, dann wäre uns da sicherlich auch schneller als bewusst geworden, wie es gelaufen ist. Okay. Wir hätten vielleicht auch effektiver eingreifen können, als in diesen maßlos verwinkelten Räumen, wo uns diese Möglichkeit in der Form nicht gegeben war.
Also konnten wir letztendlich erste draußen dann feststellen, ach guck mal, da läuft ja gerade ein Affe rum, so ein Mist, um dann agieren zu können. Und dann haben wir eben alles versucht, den anderen Affen, wobei der hat so eigentlich keine großen Anstalten gemacht, im Haus zu halten und ihn dort dann dingfest zu machen. Dieses Oberlicht, ist das immer, also ist das normal, dass das geöffnet ist? Selbst wenn es nicht geöffnet wäre, so ein Oberlicht, das knipst er mal eben mit seinem Fingernagel aus der Verankerung. Und wie stelle ich mir das vor? Muss er sich da durchquetschen oder ist das so groß, dass er da locker durchkommt? Das ist das von Häusern auch erkennen, das ist die gleiche Bauweise, ein klassisches Oberlicht mit dieser Kunststoffkuppel drauf, wie es früher in Flachbauten menschlicher Behausung auch war, dass das solche Dachkuppel sind, die sind ja, weiß ich gar nicht, 80 oder 1 Meter, auf 1 Meter oder so etwas groß, und dann kommt natürlich so ein Orang-Utan letztendlich auch spielen durch. Ganz davon zu schweigen, gesagt, da ist diese Kuppel da drauf, die schnippt der mal eben weg. Er soll ja gar nicht erst dorthin kommen, weil er gar nicht sein Areal ist. Mit wie vielen Leuten haben Sie gesucht eigentlich gestern Abend? Ungefähr. Also ein Dutzend oder sowas, was der Mitarbeiter schafft. Würde ich jetzt mal geschätzt. Sie sprachen ja eben auch schon von den Besuchern. Waren denn dazu genug ein Bunde? Nein, war gar keiner in der Nähe. Die nächsten Besucher waren auf der anderen Seite der Zoobrücke, sodass wir da so eine kleine, letztendlich große Sorge bezüglich der Besucher noch haben mussten. Und weil ich mich in Duisburg nicht so gut auskenne, Sie haben schon mehrfach den Straßennamen genannt, wo der Zaun steht, an dem der Urang schon hing. Ist das eine Wohnstraße oder wie? Das ist eine Zufahrtsstraße, die von der Autobahn hier auf die hinter uns hier gelegene Mühlheimer Straße führt. Mhm. Die Mühlheimer Straße, die natürlich Verbindungsstraße zwischen den beiden Städten Duisburg und Mühlheim ist. Zu dieser Straße ist die Gallenstraße Zufahrtsstraße hin. So, die wird allerdings in Zufahrtsstraße ist durchaus rege befahren. Die ganzen Autos, die von der Autobahn kommen, fahren über diese Straße hier hoch. Und dass die Mühlheimer Straße reglich befahren ist, das könnt ihr auch im Hintergrund mitbekommen. Das sehe ich. An der Mühlheimer Straße auch, direkt wieder hinter uns ist ein Wohngebiet und Richtung Mühlheim sowieso. Da braucht man halt über das Gefahrenpotenzial, was er eben gewesen wäre, wenn der Affe tatsächlich das Zoogelände verlassen hätte, gar nicht weiter zu sprechen. Okay. So traurig das ist. Danke. Tja, Schwein in der Runde. Mitte 20, das genaue Alter, oder was? 26,5. Geboren am 24. Januar 1989. Da kommt noch eine Frage. Ja, und zwar ausgehend, Michael Klamila hatte gerade kurz vor der Pressekonferenz geäußert, was ja den Zoo, also in normalen Situationen schon immer wieder trifft, dass viele, ich sag mal, uninformierte Leute teilweise über den Zoo verschiedene, ich sag mal, Ammenmärchen verbreiten, dass teilweise Expertisen angestellt werden, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun haben. Jetzt hattet ihr ja im Prinzip innerhalb kürzester zweimal Pech. Das Ganze ist, ich sag mal, für diese Gruppen, die ich gerade genannt habe, ja doch irgendwo wieder Wasser auf die Mühlen. Ist das eine Situation, wo der Zoo jetzt auch irgendwo die Gefahr sieht, weil ihr seid ja auch sehr viel auf Spenden, auf Sponsoren etc. angewiesen, dass dieser Image-Schaden irgendwie größer sein könnte oder irgendwelche Folgen haben könnte? Ja, es ist natürlich unstrittig, dass solche Ereignisse die Zoohasser dann gleich wieder auf die Spur bringt und die sich entsprechend äußern. Das haben wir bei dem Tod des Delfins ja nun leider schon erfahren müssen, wobei ich da den Medien auch durchaus den Dank hier auch nochmal aussprechen müssen. Die haben da erfreulich sachlich das ganze Thema berichtet und nicht auf die polemischen Äußerungen der Zoogegner eingegangen, die ja mit den irrsinnigen Behauptungen dahergekommen sind, weshalb ein Delfin verstorben ist, sich letztendlich sogar angemaßt haben, die unsere Zootierärztin zu kritisieren. Wenn dann ein Steuerberater mehr veterinärmedizinische Kenntnisse mit Ferndiagnose aufbringt als eine Fachtierärztin, die hier vor Ort die Behandlungen durchführt, das schreit schon gen Himmel und das ist in ähnlicher Form jetzt vielleicht auch zu befürchten. Aber solange das Ganze auch wirklich mit Sachlichkeit betrachtet wird und letztendlich auch die potenziellen Sponsoren, die Sie angesprochen haben, das erkennen, dass von der Gegenseite wirklich nur völlig abwegige Äußerungen getätigt werden, dann soll das sicherlich zu einem Image-Schaden des Zoos führen. Letztendlich sind solche Ereignisse natürlich unschön, das ist klar, aber andererseits muss man auch sagen,
einerseits, was ein Todesfall in einem Zoo anbelangt, bei mehreren tausend Tieren muss man auch davon ausgehen, dass Tiere auch sterben und nicht jedes Tier kann überleben. Auch leider kann nicht jede Aufzucht gelingen. Bei den Delfinen waren wir in den letzten Jahren super erfolgreich. Der Jungtier schwimmt ja noch bei uns in der Anlage. Das zeigt ja, wie gut wir in den letzten Jahren mit der Aufzucht der Delfine vorangeschritten sind. Wenn jetzt mal ein Fall dazwischen kommt, wo es nicht funktioniert, dann ist das betrüblich, aber das muss man sicherlich auch akzeptieren. Denn eine hundertprozentige Aufzuchtquote gibt es nicht mal bei uns Menschen. Dann kann es bei Delfinen erst recht nicht der Fall sein. Die Orang-Utan-Geschichte ist natürlich von einem ganz anderen Blickpunkt her betrüblich, weil dort, wie gesagt, das menschliche Versagen dazugekommen ist, was eigentlich nicht passieren darf. Aber man kann es leider beim Menschen nicht ausschließen. So, und das sind Gegebenheiten, da kann ich einfach dann auch nicht akzeptieren, wenn so etwas dann als ein Anlass genommen wird, einem Zoo hier ein schlechtes Image anhelfen zu wollen. Das sind einfach Ereignisse, die sind unglücklich und die muss man dann leider im Leben auch akzeptieren. Tja, wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, dann sage ich danke. Ich hoffe, wir haben heute die richtigen Worte gefunden. Das ist nicht ganz einfach, dass wir alle noch stark benommen sitzen können. Sich vorstellen, dass wir alle keine ruhige Nacht hatten, sondern überhaupt ein Auge zu bekommen haben. Das kann ich auch vorstellen. Aber ich hoffe, wir haben Ihre Fragen hier soweit beantwortet. Danke für Ihr Erscheinen, Ihre Berichterstattung. Ich muss jetzt mal die Namen.